Heute ist der zweite Tag meiner Sortier-Challenge und Optimierungs-Challenge. Ich habe mir hier meine Krams und Scrubbies in Farben sortiert, Schnellverschlussbeutel genommen und die hier reingetan und dann in eine große Kiste, sodass ich die immer bei der Hand habe. Dann habe ich meine Zubehörkiste erweitert mit diversen Sachen, die ich so beim Schauen gefunden habe. Eine Maskenkiste ist hier gelandet, die habe ich sortiert, wo nur Masken drin sind, von meiner Freundin Gertrud. Die Blöcke und Stoffreste, mein Quilt habe ich hier in eine Tüte getan und unseren Stripquilt, den ich angefangen hatte. Und für einen Konfetti-Quilt habe ich auch eine kleine Tüte angelegt. So, und dann habe ich mir auch natürlich eine Kiste mit fertigen Blöcken angelegt, die man hier alle reintun kann und daraus dann ein Quilt nähen kann. Ihr seht, dass die voll ist, die Kiste. Man kann so einen fertigen Block auch als Label benutzen. Hier beschriften und mit einarbeiten in die Quilt-Oberseite oder in die Quilt-Rückseite. Das nur als Idee noch am Rande. Das ist mir so eingefallen beim Reinlegen. Oh, das könnte man ja so auch machen und so. Naja, ihr kennt mich. So, hab Dank fürs Anschauen und wenn du magst, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Tschüss!